Herzlich willkommen beim Wiener Opernball 2023. Das Fest ist in vollem Gange. In allen Räumlichkeiten der Staatsoper wird getanzt und gefeiert. Das ORF-Opernballteam ist im ganzen Haus unterwegs, um für Sie die schönsten Bilder des Abends einzufangen. Das ist doch schon mal gut hier. Schöner Hut. Herzlich willkommen. 65. Wiener Opernball, die Eröffnung ist gelungen. Jetzt passiert hier das, was auf einem Ameisenhaufen passiert. Es ist ein Gewusel, Menschen strömen. Wohin? Ich werde Sie fragen. Ich werde mich jetzt in die Gänge und in die Logen werfen. Und davor würde ich gerne diese Blumen euch zuwerfen, Christoph und Kari, in eure karge Hütte. Danke. Oh, danke schön. Aber wir geben die Blumen gleich weiter in die Mittelloge, weil dort wartet der Bundeskanzler auf sein Interview mit Tarek Leitner und wir lassen den Bundeskanzler natürlich nicht warten. Tarek. Ja, und es ist nicht nur der Bundeskanzler, hat nämlich einen Gast heute auf dem Opernball, der belgische Premierminister Alexander De Croo. Good evening, Mr. Prime Minister. Herr Bundeskanzler, alles Private ist auch politisch, alles Politische ist auch privat. Das ist natürlich ein politischer Termin, aber einer, bei dem man natürlich seinen Partner, seine Partnerin mitnehmen kann. Sie sind heute aber ohne Ihre Frau da. Warum das? Meine Frau ist in Tansania. Die hat ein großes Projekt unterstützt. Da geht es um die Wasserversorgung eines Dorfes. Die Frauen müssen dort kilometerweit gehen, um Trinkwasser zu organisieren. Und es gab ja sehr viel Hass im Netz. Meine Frau hat dagegen geklagt, weil sie angegriffen worden ist. Und die Einnahmen aus dieser Klage sind dafür verwendet worden, jetzt eine Wasserpipeline zu bauen, damit die Menschen eben nicht mehr so weit gehen müssen. Und sie öffnet diese gerade. Solidarität ist ja auch ein Thema auf diesem Ball. Österreich hilft Österreich durch die Zuschläge auf die Karten in diesem Zusammenhang. Aber das bringt uns natürlich zur Frage, die sich viele heute stellen, nämlich was die Vereinbarkeit des Feierns und Tanzens mit der allgemeinen Weltlage in Einklang zu bringen ist. Wie beurteilen Sie das? Es sind tatsächlich schwierige Zeiten und ernste Zeiten auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, auch ein Stück weit das Leben zu genießen. Und wenn man es verbinden kann mit einer großen Tradition wie den Opernball, Sie haben die Freude heute erlebt, dass wieder die Menschen einander begegnen können. Und Opernball ist ein Staatsball und ich freue mich sehr, dass der Premierminister eben heute bei uns ist, um eben hier auch wichtige Themen zu besprechen, aber in einer wunderbaren Umgebung. Mr. Prime Minister, there are many influential people, many politicians. Do you have a plan who to meet here, or will you just let yourself be carried away by the crowd and on this night? First of all, I would like to thank my friend Karel, the Chancellor, for inviting me and my wife here. This is a world-class event. This is a unique event. And we're really, really grateful that we can attend this. And then we'll see what the evening brings. We'll just walk around, talk to people, have a dance, enjoy the event. It's an incredible mix of an incredible tradition, but also meeting people. Also eine Freude, darüber eingeladen zu sein von seinem Freund, dem Amtskollegen aus Österreich, wie er gesagt hat. Einen genauen Plan, so scheint es mir, gibt es nicht. Also ein rein politischer Termin ist es nicht. Es ist wie so oft bei diesen Besuchen am Opernball eine Verbindung aus dem Privaten, aber auch natürlich den Gesprächen mit Menschen, die hier sind. You wrote a book, Sie haben ein Buch geschrieben. Ich sage es Ihnen kurz, das ist ganz interessant, über seine Mutter nämlich, die eine der ersten Anwältinnen in Belgien war, die sich für Frauenrechte eingesetzt hat und die vielen Frauen bei der Scheidung geholfen hat, um aus einer finanziellen Abhängigkeit zu kommen. I just was talking about your book and what is it about, this book. And I would like to know if this ball here, with all its manners and its stereotypes, offers this a bit of a counterpoint to your feminist approach? Aber ich verstehe es auf Deutsch. Also, no, it's not. It's a combination of both. We should never forget our history, and our history is where we come from. But of course, what we have in our hands is today and is tomorrow. And I'm a big believer in feminism. Because it's good for everyone. And it's good for women, of course, but it's also good for men. Societies where you have more gender balance are societies which are more performant, and in the end, it's also a good thing for men.
Our government in Belgium is a parity government. We have as many female ministers as male ministers. And that's a good thing. It leads to different types of discussions. But an event like this has its traditions, and we have to respect the traditions. Also er hat gesagt, das sind Traditionen, die sich verbinden lassen. Die belgische Regierung ganz besonders oder insbesondere ist paritätisch besetzt mit Männern und Frauen. Und daher ist das durchaus etwas, wofür er in seinem politischen Wirken kämpfen will. Herr Bundeskanzler, Botschaften gibt es ja rund um den Opernball. Viele von den Demonstrationen draußen sind sie immer sehr einfach zu erkennen, weil sie auf einem Transparent stehen. Was ist denn die Botschaft, die hier ausgesandt wird? Zum einen einmal, dass wir viel stärker sind, als wir glauben. Der Opernball ist auch ein Beweis dafür, dass nach dem dritten Jahr der Pandemie, der Energiekrise, der Teuerung des Krieges in Europa es trotzdem noch möglich ist, solche Veranstaltungen zu organisieren, dass es möglich ist, Menschen zu versammeln und dabei auch eben, so wie jetzt auch, staatspolitische Themen zu besprechen. Und das ist ein gutes Zeichen und soll uns ein Stück weit auch Mut machen. In ganz Österreich finden jetzt Veranstaltungen statt, Bälle. Und das ist ein Stück weit Tradition. Und es ist wichtig, gerade in schweren Zeiten auch, sich daran zu erinnern, dass es besonders gut und wichtig ist, auch ein Stück weit immer sich bewusst zu sein, dass es ein Privileg ist, in einem friedlichen und sicheren Land wie Österreich zu leben. Und das darf man auch feiern. Eine kurze letzte Frage noch. Im ersten Bundeskanzlerinterview 1971 ist das Wort Häusl vorgekommen. Kreisky hat gesagt, dorthin wieder flüchten, wenn Damenwahl ist. Auch für Sie eine Option? Ich habe die Fluchtwege schon erkunden lassen. Ich bin im Bilde. Es gibt nämlich eine Ministerin, die sucht noch jemanden. Aber das werden Sie, das haben Sie nicht gehört. Das war, als Sie schon wahrscheinlich zum Walzer hinuntergestürmt sind. Wir werden Tanzpartner vermitteln. Vielen Dank. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Vielen Dank, Herr Bundeskanzler, für das Interview. Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer ist jetzt bei mir. Guten Abend. Guten Abend. Sie vertreten den Vizekanzler und den Kulturminister Kogler und auch alle anderen Minister der Grünen sind diesem Opernball ferngeblieben. Man könnte fast den Eindruck bekommen, die Grünen tun sich nach wie vor ein bisschen schwer mit diesem Opernball. Ist dem so? Das hat sich heute Abend so ergeben. Das ist nichts gegen dieses wunderbare Fest. Ich freue mich, dass ich die grüne Regierungsfraktion hier vertreten darf. Wir erleben einen wunderbaren Abend. Wir mussten 2 Jahre den Opernball absagen. Heuer kann er wieder stattfinden. Das ist ein tolles Zeichen, dass wir wieder feiern können, eben aber auch Kunst und Kultur erleben. Und das ist fantastisch. Der Opernball zieht viele internationale Gäste an, hat eine Strahlkraft in die Welt und das ist sehr gut so. Sie haben schon gesagt, 2 schwere Jahre. Es waren vor allem für die Kulturbranche 2 schwere Jahre. Man hat aber jetzt ein bisschen den Eindruck, die Kulturbranche erholt sich langsam. Teilen Sie diesen Eindruck? Ja, ich teile diese Einschätzung. Nach wirklich jetzt fast 3 sehr schweren Jahren für die Kunst und Kultur erholt sich die Branche oder ist gerade dabei, sich zu erholen. Und auch das Publikum kommt zurück und das ist natürlich wunderbar und wir alle merken, wie uns das gefehlt hat und wie sehr zu unserem Leben einfach dazugehört, dass wir Konzerte hören, in die Oper gehen, ins Theater, ins Museum und vieles anderes, was unser Kulturleben bereichert. Viele Gründe, den heutigen Abend zu genießen. Ich wünsche nur noch eine schöne Ballnacht. Vielen Dank für das Interview. Danke. Danke. Genießen tun auch meine nächsten Gäste diesen Abend, Maria Happel und Annemarie Nocker. Schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Normalerweise mit Dirk hier, Dirk Nocker, dem Ehemann. Heute darf die Tochter mit. Wie kommt sie zu der Ehre? Außer, dass es natürlich super ist, Mutter- und Tochterausflug. Ja, mein Mann hat sich leider verletzt heute, hat sich eine Knieverletzung zugezogen, sitzt jetzt mit den Krücken zu Hause und wäre ein schlechter Tänzer gewesen heute. Ja, und, ja. Und so kam sie. Na, dann wünschen wir gute Besserung auf jeden Fall. Wie gesagt, aber schön, dass du zum Zug kommst. Das ist der erste Opernball auch, oder? Wie gefällt es bisher? Sehr schön. Also mir gefällt es sehr gut. Pech für ihn, Glück für mich, würde ich sagen. Passiert es oft, dass ihr beiden ausgeht? Ja, also nicht so selten, ehrlich gesagt. Aber ich genieße es, macht Spaß, ist schön. Wahrscheinlich jetzt noch mal mehr, weil ich gehört habe, dass ihr Herz schon schmerzt, weil Annemarie auszieht. Richtig. Und deshalb gönnen wir uns ab und zu einen Mutter-Tochter-Tag. Ist es hier nicht auch schon sehr viel beruflich für Sie, weil man trifft Kolleginnen und Kollegen? Wird es sehr schnell zum Beruf, zum Job auch der Opernball? Nein,
der U-Bahn-Ball ist für mich einfach so, hat sowas mit meinem privaten Leben zu tun. Weil Sie und Ihr Ehemann sich hier kennen und lieben gelernt haben, mit dem Opernball hat er Sie rumgekriegt. Richtig. Es ist eins meiner liebsten Opernball-Paare, Sie und Ihr Mann. Du hast Bekannte getroffen, nämlich den Mathe-Nachhilfelehrer. Ja, stimmt. Und er hat das sehr gut gemacht. Die Matura habe ich dann doch nach langer Zeit auch mal geschafft. Also super. Und dann gleich ans Arbeiten im Sommer in Reichenau mitgeholfen, oder? Wie war die Erfahrung? War toll. Also anstrengend und viel Arbeit, aber auch mal schön, die Seite vom Theater kennenzulernen, wie es auch so sein kann. Ich habe mich gefreut, dich kennenzulernen und alles Gute und gute Besserung nach Hause, Dirk. Ja. Dankeschön, Maria Happel und Annemarie. Bei mir sind jetzt zwei Debütanten und Ihnen, also von jedem einer. Ich habe neben Hilde Dalik und Michael Ostrowski, danke schön. Naja, ihr seid so neu wie ich hier am Ball. Ne? Ja, ich habe gerade mit dem Bundeskanzler darüber gesprochen, wie viele Botschaften hier ausgesandt werden. Wir können jetzt nicht darüber sprechen, was da an euren Kleidern stickt und was da jetzt noch dazukommt. Vielleicht eine kurze Erklärung auch fürs Publikum. Ja, schau her, es ist so, egal ob ich am Würstelstandl stehe oder im Opernball, ich habe immer die gleiche Haltung und die ist fürs Klima. Und der Neustart ist die Klimapetition, die gehört unterzeichnet und ich unterhalte mich mit allen entscheidenden Menschen in Wirtschaft und Politik und sage ihnen, wir müssen umdenken. Das ist ganz wichtig, das ist eh klar. Radikale Wende in der Klimapolitik. Ja. Das ist eine Petition, die man unterschreiben sollte, von Rudi Anschob ins Leben gerufen und einigen NGOs. Und da geht es um ganz leichte Klimaziele, die leicht umzusetzen sind und sehr, sehr viel bringen. Braucht es immer so eine auch Rechtfertigung, könnte man sagen, wenn man am Opernball geht? Gerade heuer habe ich das Gefühl, ist das ganz intensiv, dass man ein schlechtes Gewissen hat, nicht, wenn man nur zum Tanzen und Vergnügen kommt. Ich komme eigentlich nur zum Tanzen und zum Vergnügen her. Ich grundsätzlich ja, aber es gibt die ganze Zeit auf der Welt Krisen und Menschen sterben und es gibt unglaubliche Tragödien. Und ich bin heuer eingeladen, also wir sind eingeladen worden herzukommen und ich finde, es ist okay, das zu nutzen und die Plattform zu nutzen. Weißt du, was ich meine? Und mit Leuten zu reden und zu dem zu stehen, was man richtig findet. Und das machen wir hier genauso wie woanders. Von einem Filmproduzenten reden wir gleich ein bisschen über das Drehen. Hilde Dalik, eben wurde die letzte Folge des Bergdoktor oder die letzte Staffel gezeigt im ORF. Da sind Sie wieder dabei. Geht es da weiter in der nächsten Staffel? Darüber darf ich nichts sagen, hat mir mein Anwalt gesagt. Gut, das bringt uns daher auch schnell an das Ende dieses Interviews. Sie haben ja ein Buch geschrieben, dass wir nicht nur über das Filmedrehen reden. Was hat der Anwalt da gesagt, dass man darüber erzählen darf? Vielleicht darf ich schon erwähnen, dass immerhin eine Nobelpreisträgerin sich sehr positiv darüber geäußert hat. Ja, die Elfriede Jelinek hat das Buch super gefunden. Das Buch heißt Der Onkel und das habe ich geschrieben und es sollte gekauft werden, sollte in keinem guten Haushalt fehlen. Nun, in diesem Sinn hoffen wir, dass viele Leserinnen und Leser da heute zu begeistern sind. Es scheinen viele hier unten zu tanzen und sich ausschließlich vergnügen zu wollen. Ein viel Vergnügen wünsche ich auch euch und einen schönen Abend noch. Ein sehr guter Debütant, finde ich. Danke. Bis später. Bei mir ist jetzt, man muss sie nicht vorstellen, die Jane Fonda. Hello. Stop looking at the dancers. You're amazed by this tradition, right? You see, you don't see this kind of dancing in my country. And I have never in my life seen 5,000 people all waltzing together in one room. So eine Tradition sieht man natürlich nicht in den USA, aber sie hat ja eigentlich gedacht, sie geht nur zu einer Opernausführung, wusste gar nichts vom Opernball. Jane Fonda, you actually thought you were just going to see an opera piece. And here you are at one of the most exclusive events of Austria. Are you glad it turned out this way? Very glad, yes. I'm very grateful to Mr. Lugner for inviting me. And I had no idea what to expect. And it was extraordinary. From the debutantes to the ballerinas to the opera singers and all of them, it was just... Ich glaube, man hört die Euphorie von Jane Fonda. Kann man raushören. Jane Fonda, let's talk a little bit about your work.
you are starring in a new movie, 80 for Brady, and there are two more movies coming out soon, so you're pretty busy in a business where mature actresses find it rather hard. Are you the proof that things are changing in Hollywood? Yes. Ändern sich Dinge in Hollywood, was ältere Schauspielerinnen yes. betrifft? Yes. Yes. Hollywood's getting smart. You see, older women are the largest, fastest growing demographic in the world. And so any business that caters to older women is very smart. Sie sagt einfach, things are changing, dass sich viel verändert in Hollywood und sie tragt dazu sicherlich bei. You look amazing, Jane Fonda. As I said, you didn't know that you were going to an opera ball. Did you have to buy this dress or do you just bring ball gowns along when you no, travel? I was going to wear pants, but they told me I couldn't come in if I was wearing pants. So ich musste somebody gave me this. I don't own it. Everything. Admit, I'm Cinderella. Oh my God, this is all... At midnight, everything goes. My dress, my jewelry. Um Mitternacht muss sie alles hergeben, weil sie wusste nicht, dass sie auf den Opernball geht. Sie wollte eigentlich mit Hosen hier reinkommen. Das geht natürlich nicht. Jane Fonda, 80 for Brady in the new movie. There's a lot of partying going on. In ihrem neuen Film wird viel gefeiert. Are you going to party here tonight? No, I get a very early flight tomorrow, so no, I'm going to go to bed. But you still are going to enjoy the evening here. And you've been to a lot of museums in Vienna as well. It's a beautiful city, right? Four museums, yes. Vier Museen besucht. Vienna has some of the great museums in the world. Just amazing. It is an incredible city, such a beautiful city with lots of museums. What is art? What kind of role does art play in your life? Wie wichtig ist Ihr Kunst in Ihrem Leben? Sie war in vier Museen hier in Wien. Art makes me hopeful. Art makes my heart sing. Art makes me want to get up in the morning. Art is a great thing. Thank you so much, Jane Fonda, for the interview. It was a great pleasure, an honor. Thank you. Und eben noch am Parkett der Wiener Staatsoper, jetzt bei mir eine der begehrtesten ihres Fachs, Camilla Nylund. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Wir haben uns gerade noch unterhalten über Jane Fonda. Camilla Nylund, auch großer Fan von Jane Fonda. Sie haben sich auch gerade noch zugewunken. Ja, da ist große Empathie. Ich finde, dass Herr Lugner einen großen Coup dieses Jahr gemacht hat mit seinem Gast. Also die Frau Fonda ist unglaublich und ich glaube, dass sie bis jetzt fast eine seiner besten Gäste ist. Weil die Staatsoper hat heute Abend auch einen Riesenkoup mit Ihnen gelandet, während der Eröffnung. Jetzt waren alle begeistert, oder wie hat es sich denn für Sie persönlich angefühlt? Also ich, gestern bei der Generalprobe war ich schon ein bisschen nervös und habe dann auch gedacht, ich muss es heute auch gut machen. Und ich habe so lange warten müssen auf meinem Auftritt. Also ich saß in meiner Garderobe und habe die Minuten gezählt. Und ich war wie so ein Galopppferd. Ich musste jetzt raus und singen. Aber es war wunderbar. Also wo man die ganze Oper voll von Menschen, alle haben gelächelt, alle waren froh. Und wo dann meine Kollegen im Stehparterre dann angefangen haben mitzusingen, das fand ich wunderbar. Ich kann mir vorstellen, weil es ist ja doch keine Bühne, sondern man steht so mittendrin und die Menschen sehen einen von allen Seiten, dass da auch das Kleid dann eine große Rolle spielt. Ein österreichischer Designer, Jürgen Christian Hörl, hat das Kleid designt. Wie wichtig ist ein solches Kleid bei einer Performance? Also das Kleid ist unglaublich wichtig und ich bin so glücklich, dass der Jürgen mir so ein Kleid geschneidert hat. Also er hat mir einfach ein Kleid in den Farben von meiner Heimat. Sieht ein bisschen aus wie die finnische, naja, nicht wie die finnische Flagge vielleicht, aber die finnische Flagge hat ja so ein blaues Kreuz und ich fühle mich wirklich wohl drin. Na, dann bleiben wir gleich beim Finnischen. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Ballnacht. Bide Hauska. Geht aus Ballion. Dankeschön, Camilla Nylund. Danke. Weitere Stars dieser glanzvollen Eröffnung des Wiener Opernballs sind jetzt bei uns eingetroffen. Martin Schläpfer, der Chefchoreograf Claudine Schock von Russian Arts. Sie haben gerade getanzt bei dieser Eröffnung. Wie war das denn für Sie, so nah am Publikum dran zu sein? Also für mich war das sehr aufregend, insbesondere auch, dass man das Publikum sehen konnte. Normalerweise tanzen wir in einem dunklen Zuschauerraum und es war einfach wunderschön, diese Energie der Zuschauer zu spüren. Also wirklich ein tolles Ereignis. Russian Arts, how did you like having the public so close to you while dancing?
Also ich kann das auf Deutsch sagen. Es war wirklich wunderbar. Es war ein Traum, um hier zu sein. Und ich habe wirklich Spaß gehabt mit meiner Partnerin Claudine Schock. Und ja, ich fühle mich so wohl. Danke. Sie haben also auch den Tänzerinnen und Tänzern einen wunderschönen Abend beschert, Herr Schlepfer. Wie lange im Vorhinein planen Sie denn so eine Choreografie für so eine Eröffnung? Ja gut, mit der Recherche, welche Musik man wählen will, so 2 Monate jetzt für diesen Anlass, ja. Aber natürlich dazwischen sind andere Produktionen, andere Projekte. Aber dann die konkrete Arbeit im Ballettsaal ist so 1 Monat. Wobei man auch dort natürlich nicht den ganzen Tag Probezeit hat. Vielleicht hat man 1 Stunde pro Tag. Ja. Aber es war wunderbar, einfach mit den Tänzerinnen zu ergründen, was dieses Wiener Blut sein könnte. Und zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Was ist das Wiener Blut für Sie und die Tänzerinnen und Tänzer? Well, ganz konkret kann ich es nicht sagen, aber zum Beispiel, dass alle immer die Innenhand anfassen, das hat natürlich mit dem Blutstrom zu tun. Und dann natürlich versucht man, das Esprit zu erfassen, der Geigen, das Ziel, das Feine, Fragile und dann auch wieder das sehr Starke. Und immer auch so auf Messerschneide zu sein, was man ja als wienerisch bezeichnet, zum Himmel hochjauchzend und dann immer so ein Absturz. Ja, dann hoffe ich, dass wir heute alle noch einen himmelhochjauchzenden Abend haben werden. Vielen Dank, dass Sie hier unsere Gäste waren. Dankeschön. Wir haben schon mehrfach, es ist sehr laut, meine Damen und Herren, mittlerweile in der Mittelloge. Wir haben es im Laufe des Abends schon sehr oft gehört, dieser Ball findet in schwierigen Zeiten statt. Er steht daher im Zeichen der Solidarität. Ich darf jetzt bei mir begrüßen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Der Solidaritätszuschlag geht zur Gänze heuer an die Aktion Österreich hilft Österreich. Das ist eine Aktion ins Leben gerufen vom ORF und den 6 großen heimischen Hilfsorganisationen. Was ist denn das Hauptanliegen dieser Aktion von Seiten des ORF? Naja, es geht darum, dass wir in den vergangenen Jahren wirklich eine ganz, ganz schwierige Zeit gehabt haben. Corona-Krise, Ukraine-Krieg, Teuerung. Wir sind hier an einem Platz, wo viele Menschen Spaß haben, aber es geht sehr vielen Menschen auch nicht gut. Und darum haben wir uns gemeinsam mit unseren Partnern von der Staatsoper und vielen Dank auch dafür dazu entschlossen, diesen Abend heute, und wir haben ja auch im Vorfeld schon darüber berichtet, auch in einem Zeichen der Solidarität zu setzen und eben für Menschen, die es nicht so gut geht, Österreich hilft Österreich, hier zu unterstützen. Das tun wir heute, das ist bei den Eintrittskarten, da gibt es einen Solidaritätszuschlag beim Essen, das heute konsumiert wird, und so hoffen wir, dass wir einen solidarischen Beitrag leisten können, dass den Menschen, denen es nicht ganz so gut geht, hier etwas geholfen wird. Wie reagieren die Menschen drauf, die Gäste, auf diesen Zuschlag? Werden Sie darauf angesprochen? Absolut, ganz toll. Es ist wirklich eine gemeinsame Solidarität erkennbar. Die Menschen bekennen sich dazu und es macht wirklich Spaß, hier zu sein. Nicht nur, weil es eine tolle Veranstaltung ist, sondern weil man auch merkt, dass Solidarität und Mitmenschlichkeit hier auch zählt. Und wann wird man wissen, wie viel zusammengekommen ist? Wann wird man ein Endergebnis kommunizieren können? Wir haben in den vergangenen Tagen schon immer wieder berichtet. Das Endergebnis wird es in den kommenden Tagen geben und das werden wir natürlich auch in unserer Berichterstattung dementsprechend bekannt geben. Herr Generaldirektor, man weiß, Sie sind Marathonläufer. Sie dürften also eine gute Ausdauer haben. Wird man die auf dem Tanzparkett zu sehen bekommen? Naja, ich habe früh zu arbeiten begonnen heute, aber wer hart arbeitet, der darf dann auch einmal tanzen. Also den einen oder anderen Tanz wird es heute noch geben und vielleicht sogar mit Ihnen. Ich muss auch ein bisschen arbeiten, aber dann, ich komme darauf zurück. Vielen Dank, Herr Generaldirektor. Vielen Dank. Schönen Abend noch. Danke. Ja. Kann natürlich nicht jeder mit dem Chef tanzen. Die Nadja offenbar. Schauen wir, was mir gelingt. Bei mir sind jetzt 2 Finanzminister und zum einen Österreichs Finanzminister Magnus Brunner, der seinen deutschen Amtskollegen Christian Lindner von der FDP zu Gast hat. Schönen guten Abend, Herr Minister. Herr Minister Brunner, ich bin mit dem E-Scooter in die Oper gekommen heute. Nicht im Frack allerdings, ich habe mich erst hier umgezogen, da habe ich an Sie gedacht natürlich. Nach Ihrem schweren Sturz sind Sie wieder tanzfit.
Ich glaube schon, dass ich wieder tanzfit bin, wobei, ob wir tanzen oder nicht, muss ich ehrlich sagen, entscheide nicht ich, sondern meine Frau. Aber fit wäre ich auf jeden Fall, ja. Der Ball gilt als Staatsakt, als Hochamt, wird in Österreich trotzdem ein bisschen als Kuriosum gesehen, aufgrund der großen Aufführungen aller Leute da. Wie sieht man das so in der deutschen politischen Klasse, was sich hier abspielt? Naja, es ist ein großartiges Ereignis. Ich glaube, eine tolle Visitenkarte, die Österreich auch über die eigenen Landesgrenzen hinaus abgibt. Und die Leute haben Spaß. Und gerade nach der Pandemie ist doch das, was zählt. Man kommt wieder zusammen und feiert die Freiheit. Herr Brunner, auf so einem Ball wird aber trotzdem, auch wenn es eine Erleichterung gibt, dass er wieder stattfindet, immer Verteilungsgerechtigkeit verhandelt. Das war schon in den 80er Jahren, Stichwort Opernball-Demonstrationen so. Heuer hat die Arbeiterkammer ausgerechnet, dass ein Arbeiter hier ein 2/3 des Jahres arbeiten muss, um sich eine Loge leisten zu können. Ist das eine Neiddebatte oder sind das auch zu Recht ins Treffen geführte Argumente? Ja, man kann natürlich über alles diskutieren, aber es ist nur wichtig, klar festzuhalten, dass es erstens einmal, wie der Kollege Lindner gesagt hat, eine Visitenkarte Österreichs in die Welt hinaus ist und auch für Wien. Und es ist ein Wirtschaftsfaktor auch für Österreich und für Wien. Es sind Arbeitsplätze, die damit auch erhalten werden können. Es sind Steuern, die eingenommen werden heute Abend, was mich als Finanzminister natürlich besonders freut. Wenn nicht immer nur Mineralwasser getrunken wird, wie es die Wirtschaftskammer uns letztes Jahr weismachen wollte, dann kommen auch ein bisschen mehr Steuern zusammen. Apropos Trinken, die FDP ist in Berlin bei den letzten Wahlen gerade aus dem Abgeordnetenhaus geflogen und ihr Parteikollege, der stellvertretende Bundesparteivorsitzende der FDP, hat gesagt, er muss sich das Wahlergebnis jetzt schön trinken. Eine gute Gelegenheit heute Abend. Ach, Sie werden lachen. Ich mache jedes Jahr zu Jahresanfang 6 Wochen Fastenzeit. Also ich trinke bis Sonntag nur Wasser und keinen Alkohol. Ich bin also für den österreichischen Finanzminister der günstigstmögliche Gast. Gut. Unabhängig des Wahlergebnisses, also die Getränkekarte wird ausgewählt. Die Zuneigung zu den Politikern wird immer größer, wie Sie sehen, meine Damen und Herren. Hat aber rein akustische Gründe, weil wir uns sonst kaum mehr verstehen würden. Platz ist im stillsten Kammerl. Wir haben durchaus ernste Themen angesprochen, haben wir in den Interviews gehört und das möchte ich auch noch einmal sagen. Also ich habe beim Opernball-Quiz den 3. Platz belegt, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Es waren nur 3 Teams, Kari. Ist egal. Viel wichtiger ist, Christoph, du hast neben Blumen eine große Vorliebe beim Opernball. Das ist Mode. Das sind die Kleider, das sind die Modeschöpfe. Trotzdem lasse ich dieses Themenfeld ganz dir. Ich weiß, du bist der Modezar in diesem Kammerl. Ja, also das ist eine Sache, die uns auch, meine Damen und Herren, sehr verbindet. Die Liebe zur Mode. Was haben die Damen an, was haben die Herren an, wie schauen die Orden aus? Was haben die Damen nicht an? Ja, wie ist man geschmückt? Und wir freuen uns beide, glaube ich, das kann ich in deinem Namen sagen, jetzt ganz besonders auf die berühmte Mode-Matz. Spannung. Also mein Kleid ist vom Fernandez Alexis González, ist ein kolumbianischer, in Österreich lebender Designer. Sie sehen Handmade Story, ein tolles Stück von selbstdesigntes Kleid. Und den durfte ich heute zum ersten Mal zum Opernball führen. Es sind 67.644 Strasssteine, 162 Arbeitsstunden, um das Kleid fertig zu machen. Die wunderbare Kostümbildnerin Stefanie Hofer hat geholfen, das Design ist von mir, die Steine von DSI London. Es wurde in London gefertigt, es hat einen Harrods-Rekord gebrochen und ich bin sehr stolz, dass ich es heute tragen darf. Ich bin sehr glücklich, dass ein libanesischer Designer, Hamikadi, mir dieses wunderbare Kleid zur Verfügung gestellt hat. Also es ist tatsächlich ein kleines Geheimnis, aber in Zeiten der Teuerung kann ich so viel sagen, dass meine Stromrechnung heute tatsächlich teurer ist als mein Abendkleid. Wunderschön. Eine wunderbare Kulisse. Es ist so wie ein Traum, in einem Traum. Es kann doch nicht wahr sein. Man muss sich hier irgendwie festhalten, dass man nicht weggespült wird am Gang. Christoph und Alex aus Bruck an der Leiter. Wir Männer haben es ja recht einfach beim Opernball, Frackzwang.
Schwierig, den Frack anzuziehen? Frack anziehen war nicht schwierig, aber Tickets zu bekommen und einmal da reinzukommen, das war ein bisschen eine Herausforderung. Allein angezogen den Frack? Bitte? Allein angezogen den Frack? Natürlich. Wir haben schon 20 Minuten haben wir schon gebraucht, also ein bisschen hat schon gedauert. Es wird diesen Ball immer vorgeworfen, es ist der Ball der Schönen und Reichen. Indiskrete Frage. Habt ihr für heute ein Budget? Ja, wir haben ein Budget festgelegt, das haben wir 500 Euro. Schauen wir mal, es wird knapp, sage ich jetzt einmal. Also, ja. Aber es ist schon so, also ihr habt keine Loge, ihr seid jetzt nicht eine von den Gestopften. Nein, auf keinen Fall. Also eine Loge können wir sich nicht leisten. Also, aber vielleicht irgendwann einmal, schauen wir mal. Dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Und geh jetzt mal rein in diese Loge. Ich glaube, man kann ja mal dafür überall reinschauen, eigentlich, ne? Wenn man freundlich ist. Staatsoperndirektor Bogdan Rossi hat gesagt, dieser Ball kann gar nicht stattfinden, wenn er nicht Solidarität zeigt. Und das tut er. Wir haben es vorhin erklärt, Generaldirektor Roland Weismann. Österreich hilft Österreich. Und da gibt es hier in dieser Loge etwas ganz Besonderes. Guten Abend, die Herren. Guten Abend, die Damen in der ersten Reihe. Martin Böhmer ist der Geschäftsführer und Gesellschafter des Doritiums. Es gibt was ganz, ganz Tolles. Einer der teuersten zeitgenössischen Maler, Georg Baselitz, hat für die Aktion Österreich hilft Österreich tatsächlich ein Bild uns gewidmet, geschenkt. Ja, Baselitz, wirklich einer der bedeutendsten Künstler, lebenden Künstler der Welt ist, hat eine wunderbare Arbeit geschaffen in Würdigung Wiens und der kulturellen Verdienste von Wien, die er der Oper geschenkt hat und der zugunsten der Caritas nächste Woche versteigert wird. Zugunsten der Caritas und anderen Institutionen, die bei Österreich hilft Österreich dabei sind. Wir können das Bild mal kurz einblenden. Es heißt, die Musik ist wahnsinnig so laut, dass ich... Es muss so sein. Aber das Bild heißt ja auch so, Wien-Musik. Ja. Da sind zwei Beine, die nach oben schauen. Ist da jemand gestürzt beim Tanzen? Nein, Baselitz hat immer die Welt auf den Kopf gestellt. Und das Motiv der Beine und der Bewegung ist ein Motiv, das sein ganzes Werk durchzieht. Und das ist eine Würdigung von Wien, deshalb auch dieser goldene Grund. Aber es ist vor allem ein Bild, das im Original so viel schöner ist als in der Abbildung, weil man Gold als Farbe praktisch nicht abbilden kann. Und ich kann nur jeden einladen, das anzuschauen. Es ist im Dorotheum ausgestellt und wird nächste Woche versteigert. Und wer sich's leisten kann, bietet mit 150.000 Euro aus. Preis. Der Baselitz bringt dann schon mal bis 7 Millionen. Wär toll. Glaube ich nicht, aber also es ist in jedem Fall ein wunderbares Bild. Und es war wirklich eine Bereicherung für jede Sammlung. Und es ist ein Bild, das er wirklich geschaffen hat in Würdigung von Wien und auch der Oper und des Balls und des Lebens. Und es ist eine wunderbare Arbeit. Schmuck ist vieles, was man hier in der Staatsoper auch sieht. Herr Manzenreiter, Sie haben das Schwindfoyer neu gestaltet, tolle neue Balmenbar. Das ist richtig, ja. Ich war sehr geehrt, dass ich das heuer wieder machen darf, sozusagen zum 15. Jubiläum nach dem ersten Red Carpet, das ich machen durfte. Gutes Feedback schon bekommen. Hier haben wir einen Herrn, der ist eher für die Neugestaltung von Gesichtern zuständig, Herr Ballardin, Dermatologe. Häufigste Behandlung in den letzten Tagen davor? Was war der Bestseller? Ich halte es mit Homer, der hat bei allen gesagt, schön sind sie alle. Jeder braucht was anderes, aber ich würde mal sagen, dass der Markt für unblutige Methoden dramatisch zunimmt. Wie hoch ist der Männeranteil, wie viel Prozent? Noch immer viel zu klein. Ja. Die Tante Jolisch hat zwar gemeint, alles was schöner ist als ein Arf, ist ein Luxus, aber dem stimme ich nicht zu. Herr Dr. Merit, die Loge ist voller Ärzte hier. Das ist ja eine Zeit, der Fasching, die Ballsaison, das eine Gschnasen jagt das andere. Maßvoll kann man da nicht sein, oder? Aus ärztlicher Sicht bedenklich, der Fasching. Der Fasching ist überhaupt nicht bedenklich. Letztendlich wollen wir immer eine Balance finden zwischen Freude am Leben. Außerdem gibt es ja dann auch noch die Fastenzeit. Ich denke mir, worum es heute Abend geht, ist einerseits für einen guten Zweck, sowohl für die Staatsoper, aber auch für bedürftige Menschen in diesem Land etwas beizutragen. Zweitens der Standort Wien. Es ist ganz wichtig, dass wir solche Ereignisse nach 3 Jahren Corona haben, wenn Sie den Arzt in mir ansprechen. Und das Dritte ist, die Menschen wollen Kontakt, wollen das Vis-à-vis, wollen Freude haben, wollen lachen. Also es gehört auch Vergnügen zum Leben dazu. Einen letzten Tipp noch vom Arzt. Menschen, die sich heute Abend die Füße wund tanzen, blasen, aufstechen oder nicht? Gibt's viele Tipps. Kühlen, man kann mit Essig, saure Tonerde etwas machen nachher. Essig, Batscherl. Aufstechen oder nicht? Aufstechen oder nicht? Nein, um Gottes Willen. Nur beim Ballardin. Haben wir was gelernt. Schönen Abend Ihnen. Also nach den Schönheitsärzten werden, glaube ich, die Ohrenärzte Hochsaison haben, obwohl die Musik im Saal jetzt gerade mal schweigt.
und auch schweigende Gesichter hier in der Loge, aber die Stimmung dürfte ganz gut sein. Wer geht hier? Wir werden es nie erfahren. Das war Alexander Vrabec. Du kennst ihn von hinten? Ja. Ich finde das ganz großartig. Ausgezeichnet. Und was gibt es denn noch für Schau? Ah, von vorne erkenne ich ihn auch. Und geht wieder weg. Und Leonas Paillettentraum. Wiener Würstelstand. Es gibt ja so alles Mögliche hier auf dem Ball. So, dass ausgerechnet eine Mineralwassertrinkerin hier gefunden wurde. Das ist schön Essen, das bin ich. Ah, das. Der Lamour-Hatscher ist auf dem Parkett angesagt, ausgezeichnet. Also Hans Krankl hätte gesagt, es gefällt mir sehr gut. Sag mal, herrlich. Ja, sag mal, gibt es keine Fotos? Natürlich, wir haben 50 Mal Hashtag und Hashtag gesagt. Anita Wirnsberger aus Salzburg hat ihr Austernmenü für uns abgelichtet. Mahlzeit, sehr schön. Und die nächste, das ist eine gewisse Bridget, die gibt sich's auch. Austern mit Sekt alleine. Austern mit Senf. Na, der andere Fotograf. Da, das ist halt Stimmung. Die Würzkönigin am Würstelstand. Das ist doch schön. Ja, da feiert man halt noch richtig. Ja. Herzliche Grüße. Brigitta Hase mit Mann und Freundin. Und Krönchen haben sie alle und belegte Brötchen. Brigitta Hase. Na, da steht da oben richtig. Sie weiß von allem. Ja, 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 ja. So, und hier ein Blick zur Miriam. Miriam, auf geht's. Es gibt belegte Brötchen in Österreich zu Hause und ein Austernbuffet. Bei mir gibt es an meiner Linken jetzt Lili Paulrun Kalli. Schönen guten Abend. Freut mich hier zu sein. Ich habe gerade gesagt, wir haben Fotos bekommen von unseren Zuseherinnen und Zusehern. Da gibt es Austern. Auch schon die Austern probiert heute beim Opernball? Ich habe tatsächlich noch nie Austern gegessen. Wird so weit kommen heute? Ich glaube nicht. Zum ersten Mal beim Wiener Opernball, was sind denn die ersten Eindrücke? Du bist ja die große Show gewöhnt und Glitzer und Glamour, das wurde dir in die Wiege gelegt. Was ist so der erste Eindruck hier heute Abend? Es ist wunderschön, ich finde es toll, dass es sowas noch gibt, wo die Leute wirklich noch tanzen gehen. Ich meine, allein die Debütantinnen, ich fand es wirklich wunderbar mit anzusehen, dass diese Tradition einfach weiterlebt. Sehr, sehr schön. Ich habe gerade gesagt, dir ist diese Showwelt in die Wiege gelegt worden. Hättest du eigentlich überhaupt irgendwas anderes werden können als Künstlerin? Wäre das in Frage gekommen für die Eltern? Ich glaube für die Eltern schon, für mich tatsächlich nicht. Ich habe mich mit 6 dazu entschieden, dass ich mich verbiegen wollte, in die Manege wollte. Und von daher habe ich nie meine Meinung geändert. Du kannst leider bei der neuen Show All for Art for All vom Zirkus Roncalli nicht immer mit dabei sein, aber du wirst schon auch immer wieder mit dabei sein. Ja, ich bin dieses Jahr auch in 2, 3 Städten wieder fix im Programm, weil wenn ich in einer Stadt bin, möchte ich natürlich auch das ganze Programm lang da sein und nicht einen Tag ja und einen Tag nein. Aber ich freue mich dann bald auch immer wieder mehr im Zirkus zu sein. Hier im Open Foyer fängt jetzt auch gerade die Band wieder an zu spielen. Wirst du jetzt noch tanzen gehen? Mal schauen. Das Kleid war zwar eine schöne Wahl, aber gar nicht so komfortabel. Ich glaube, mit der Schleppe komme ich nicht weit. Du kannst ja so wie andere, du kannst ja mit dem Kopf einfach nicken. Wir sind die Kopfnicker. Dankeschön. Ich bin hier in der Austernbar mit Schauspielerin Mariella Ahrens, an ihrer Seite ihr Manager Clemens Trischler. Mariella, Sie sind das zweite Mal heuer am Wiener Opernball. Ist heuer etwas anders als 2015? Also zum einen fühle ich mich jetzt wohler, weil ich schon einmal hier war und weiß, wie es läuft. Und es ist anders. Ich finde, es ist voller und die Leute sind irgendwie lustiger und fröhlicher drauf. Wahrscheinlich, weil es jetzt schon 2 Jahre nicht mehr stattgefunden hat. Macht auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß und ich bin froh, dass der Clemens Trischler mich hierzu eingeladen hat. Wir haben schon so viele Jahre versucht. Es ist 8 Jahre her, wo ich hier war. Und heute hat es endlich geklappt, dass ich Zeit hatte und ich freue mich wahnsinnig. Shakespeare hat ja gemeint, all the world's a stage. Die ganze Welt ist Bühne. Was können Sie sich als Schauspielerin denn von einem Abend wie heute mitnehmen? Ach, ich kann hier ganz viele tolle Menschen beobachten, ihre eigenen Charaktere. Ich kann, zum Beispiel fand ich das wunderschön, vorhin zu schauen, wie die Pärchen alle tanzen. Man sieht auch das Verhältnis miteinander. Und ich fand es sehr lustig, weil viele, habe ich festgestellt, Entschuldigung, liebe Männer, aber ich habe festgestellt, dass die Frauen den Männern gezeigt haben, wie man tanzt. Ganz viele. Und das fand ich wahnsinnig lustig. Aber das hat bei uns so Tradition, weil es sagt ja auch die Wiener Walzer-Weltmeisterin Maria Sandner am Anfang die Tänze an und auch bei der Mitternachtsquadrille wird sie wieder das Wort an sich nehmen. Ja, wahrscheinlich schon. Also auf jeden Fall können die Männer hier noch einiges von den Frauen lernen, habe ich festgestellt. Also ich bin gespannt, wann hier mal ein Mann vielleicht auch mal auf mich, Entschuldigung Clemens, aber auf mich zukommt. Ich habe hier noch keinen Walzer getanzt heute und ich bin
bereit, da auf dieser Bühne, auf dieser Tanzfläche heute ein Walzer noch zu tanzen. Das haben ja vielleicht einige Herren in der Umgebung gehört und wer weiß, vielleicht wird sie noch jemand auffordern. Eines ihrer Herzensprojekte ist ihr Verein Lebensherbst. Da geht es darum, den Herbst des Lebens aktiver zu gestalten und da hat ja auch der Tanz eine phänomenale Wirkung, stimmt's? Den Verein habe ich 2004 gegründet und bisher sind wir nur in Deutschland. Wir kümmern uns um Senioren in Heimen. Und ich bin aber eigentlich so, strecke schon meine kleinen Fühler aus nach Österreich. Ich denke, Österreich kann das hier auch ganz gut gebrauchen. Jemand, der sich mal um die Senioren in den Heimen kümmert. Ich weiß, dass es immer so ein bisschen ein schwieriges Thema ist für viele. Man denkt nicht daran, wie schön und wie lange Senioren tatsächlich noch auch in den Heimen noch leben. Das ist jetzt kein schönes Thema für heute, aber ein wichtiges Thema und ich finde es schön, dass Sie das ansprechen. Vielen Dank. Sehr gerne und Ihnen wünschen wir jetzt noch einen fulminanten Opernballabend. Viel Vergnügen. Dankeschön. Exklusives. Ja, meine Damen und Herren, wir sind hier in der süßen Kurve der Wiener Staatsoper. Hier sind auf ein paar Meter mehr Kalorien versammelt, als man in einem Monat zu sich nehmen sollte. Aber es riecht fantastisch. Mm. Ich höre da schon den Tarek sich annähern. Wir haben hier Faschingskrapfen, natürlich ganz traditionell für den wohl exklusivsten Faschingsball des Landes. Gott sei Dank keine kulinarischen Verfehlungen wie so ein Leberkäse-Krapfen. Ja, Tarek, gibt, wo bist du? Hier bin ich. Ja. Das ist ja nicht so leicht, bis hierher vorzudringen. Es gibt erstmals nämlich einen Kaiserschmarrn Togo. Das ist aber kein westafrikanisches Rezept. Ich glaube, man spricht doch eher Neudeutsch aus. Aha. To go. Ach so. Aber im Übrigen auch etwas, was Kaiser Franz Josef nicht gekannt haben konnte. Wie überhaupt nicht ganz klar ist, wie der Kaiserschmarrn zum Kaiser gekommen ist oder umgekehrt. Ja. Also eine Version besagt, er habe eine viel zu dicke Palatschinke einfach zurückgeschickt mit den Worten, so ein Schmoren. Ja. Aber dann gibt es auch noch eine, die seine Frau, Kaiserin Sissi, in den Mittelpunkt drückt. Ja, der zufolge soll die Süßspeise für Sissi gemacht worden sein. Beim Anrichten sei die aber dann zerrissen und das Personal, das war so ein einschneidendes Erlebnis für das Personal. Und danach kam dann die Bezeichnung Kaiserschmarrn, weil damals hatte man natürlich keine Ahnung vom Gendern. Mhm. Ansonsten stünde jetzt auf Speisekarten weltweit Kaiserinnen-Schmarrn. Ja, ja. Es gibt ja dann noch Historiker, die meinen, dass es eigentlich gar nicht vom Wort Kaiser abzuleiten ist, sondern ein Kaserschmarrn ist. Der Kaser war der Senner, der hatte damals dem Kaiser am Ende einer Wanderung einen Schmarrn zu machen. Eine Version, das glaube ich nicht so. Ja, ich habe schon immer gesehen, wie passend das ist. Da spaziert Maya Hagford vorbei. In Gestalt der Sissi quasi. Hallo. Die Musical-Ikone, die im gleichnamigen Musical Elisabeth gespielt hat. Maya, spüren Sie hier auch das Imperiale? Absolut. Ich meine, Tradition pur. Fantastisch, oder? Heute Abend. Also ich genieße es. Eine wunderbare Tradition, ja. Elisabeth hat sie ja tatsächlich rund um die Welt geführt. Was waren denn da die schönsten Erlebnisse? Also erstmal natürlich, das aus Holland wegziehen und nach Österreich zu kommen, war für mich eine großartige Erfahrung mit 27 und dann so viele Vorstellungen spielen zu dürfen, aber nicht nur hier, aber auch in Triest und in Japan. Also die Rolle hat einfach alles in sich, was man als Schauspielerin sich wünscht und Sängerin. Vielen Dank, einen schönen Ballabend noch. Es ist sehr schön, aber das Gespräch hat uns sehr gefreut. Vielen Dank, Maya. Danke, danke. Mein lieber Tarek, weißt du eigentlich, wie viel Kalorien so ein Kaiserschmarrn hat? Ich weiß nur, dass ich dann vielleicht wieder hinten in meine Westen einen Keil hineinnähen lassen muss, damit sie passen. Aber wie viel Kalorien? Keine Ahnung. Ja. 500 Kalorien, also nicht wenig. Und wie lange müsste man dafür tanzen, wir zwei, damit wir das abbauen? 2 Stunden. 2 Stunden. Mhm. Naja, dann schlage ich vor, dass wir nur 2 Portionen essen, macht 4 Stunden tanzen. Das geht sich, wenn ich rechne, bis zur Sperrstunde gut aus. Okay, wunderbar. Damit habe ich kein Problem. Ich habe aber noch eine Frage. Und die ist seit Kaisers Zeiten unbeantwortet. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich glaube, die Rosinenfrage ist es. Stellen wir sie gleich. Entschuldigung, mit oder ohne Rosinen, den Kaiserschmarrn? Mit, natürlich. Rosinen für Nadja und Tarek und
Neue Musik für den Ballsaal und neue Fotos für uns. Die wollen wir uns direkt einmal alle gemeinsam anschauen. Das ist kein Hashtag-Foto von zu Hause. Wir nennen dieses Kunstwerk Jane Fonda Bellen. Bitte schön. Ja, sie war in der Loge. Hollywood Star beim Präsidenten in der Loge. Du Jane, ich Sascha. Wunderschöner Anblick, aber so geht's zu Hause los. Die Mozarts haben sich versammelt Familie zu Hause. Familie Stefan als Mozarts verkleidet. Und Grüße gibt es, was mich sehr freut, von meiner zweitgeborenen Tochter. Oh. Emily als Gothic Queen und in einer Rückblende mit Fanny Hohenlohe, unser erster Opernball. Das ist schon ein paar Jahre her. Das ist wirklich ewig her. Was ist das Schreckliche? So schauen wir in Wahrheit aus. Das ist nach dem Opernball versammeln wir bald uns immer. Aus. Ich glaube, das kommt aus Salzburg und war von Marina. Das sind die Heiligen Drei Könige. Die Zöchling heißen. Die Zöchlings, wie heißt das kleine Putzi? Und das ist Anna Kitzi. Und strickt. Kitzi strickt. Und das ist doch schön. Das Schöne ist großartig. Fotos. Stricken beim Opernball, meine Damen und Herren. Ich bin nicht so orientiert in der Oper. Ich glaube, die Disco ist nicht mehr unten, sondern oben. Dafür ist unten der Club. Aber ich kann es nicht garantieren. Da schwimme ich jetzt hier ein bisschen. Hier schaut es aus. Das oder? Hier schaut es aus wie unten. Ja. Mit hübschen Damen. Der Club. Und im Club wird Musik gemacht. Aber im Moment gerade nicht. Hier sind wir ganz unten beim Bogenstück. Aber irgendwo ist der Andi, ich weiß nicht, ist Andi der ist ganz oben. Andi ist ganz oben auf der Galerie. Wo ist Andi? Die Kamera wird ihn finden. Hallo. Getanzt wird im ganzen Haus, hier gerade Mitternachtsquadrille. Elisabeth und Olga, wieso seid ihr nicht unten am Floor? Ja, wir schauen uns das gerne mal von oben an, dass wir mal den Überblick haben. Und einmal lernen jetzt schon langsam, dass wir dann für die nächsten zweimal perfekt drauf. Um 2 Uhr gibt es die nächste Quadrille. Viel Spaß, ja? Hier kann man ja überall tanzen. Im großen Saal, unten im Club, in der Disco, im Malersaal habe ich gerade gesehen, Physik-Nobelpreisträger Anton Zeilinger hat mächtig abgerockt. Und hier, auch neu heuer, die Disco unter dem Dach. Und da, glaube ich, wird man es nicht mehr viel verstehen, aber es ist irgendwie, Hauptsache wir sind, oh schau, hier, Stefan Rosowitzki und Anna, seine Tochter, hat gerade eröffnet, wie war's? Nochmal bitte. Ich glaube, wir müssen auf Zeichen umstellen. Wie war es bei der Eröffnung? Sehr schön. Also echt ein einmaliges Erlebnis. Werde ich nie vergessen. Was glaubst du, wer war nervöser, der Papa oder du? Ich auf jeden Fall. Ich glaube, der war da ganz, ganz entspannt. Haben Sie einen Fehler entdeckt? Einen Thriller? Einen Fehler, ja, Thriller. Also, einziger Fehler, einen Fehler. Ah, ja, einige, aber nicht bei der Anna. Ich weiß, ich habe gehört, jetzt ist gerade Mitternachtsquadrille. Das ist doch normalerweise etwas, was Sie gerne tanzen, oder? Ja, irgendwie, ich traue der Staatsoper mehr Kompetenz zu im Bereich Quadrille als im Bereich Disco. Aber Whitney geht auch, oder? Ein bisschen. Tanzt Vater mit der Tochter oder ist das ausgeschlossen? Nicht vor laufender Kamera auf jeden Fall. Gut, dann drehen wir kurz die Kameras ab. Und dann schauen wir mal, ob die... Nein, die trauen sich wirklich nicht. Schade. Schönen Abend noch. Danke. Wir drehen jetzt natürlich nicht die Kameras ab, denn bei mir ist jetzt Verena Altenberger. Verena, das ist dein allererstes Mal am Wiener Opernball. Wie ist es denn bis jetzt? Ich habe es so oft im Fernsehen gesehen und jetzt durfte ich es heute zum ersten Mal live sehen. Und es war wunderschön, die TänzerInnen, die Eröffnung. Es war schon wirklich beeindruckend. Also... So viel Kunst. So viel Kunst auf einem Raum. Aber Verena, dich sieht man ja selber sehr oft in Film und Fernsehen. Und jetzt kommt ein ganz besonderer Film in die Kinos. Am 3. März hat er Premiere Sterne unter der Stadt. Du hast gesagt, das ist dein Glatzenfilm. Erzähl uns das bitte. Es ist ein Liebesfilm. Es ist ein wunderschöner Film. Aber also meine Freundinnen und meine Bekannten assoziieren das natürlich am meisten damit, dass ich mir für diesen Film die Glatze rasiert habe, weil es in dem Film neben der Liebe auch um Krebs geht. Und der kommt jetzt nach 1,5 Jahren Nachproduktion endlich in die Kinos. Also das war eigentlich der Grund, warum die Buhlschaft eine Glatze hatte. Dieser Film war der Grund, warum die Buhlschaft einen Buzzcut, sagt man ja, hatte. Okay. Verstehe. Und Verena, du bist ja auch ausgebildete Tänzerin. Ist so ein Ballabend auch tänzerisch für dich interessant? Also ich war jetzt selber noch nicht tanzen, dazu bin ich noch nicht gekommen. Aber jetzt ist gerade die Quadrille, oder? Ich weiß nicht, irgendwas passiert gerade, irgendwas Aufregendes passiert gerade. Ich weiß nicht, aber ich fand bei der Eröffnung schon wirklich das Ballett, ich fand die Choreografie so schön, so, also ich weiß nicht, dieses das, das, das und dann so. Ich war so, yeah, I get it.
Ja, Martin Schäfer hat ja gemeint, diese Geste, dieses sich über die Unterarme streichen, hat doch was mit dem Wiener Blut zu tun und dass er das auch tänzerisch so ausgedrückt hat. Ja, dann würde ich sagen, schmeißen wir uns auf die Tanzfläche und tanzen wir Quadrille, oder? Yes. Super, das machen wir. Gestern, vor 156 Jahren, wurde der Donauwalzer uraufgeführt. Und warum ich Ihnen das erzähle, ist, dass ein Journalist am nächsten Tag in der Zeitung schreiben musste über dieses Stück. Und er hat sich überlegt, wie nenne ich dieses Stück, und hat dann gesagt, Schlager. Und damit wurde so ein bisschen das Wort Schlager benannt. Ja, vor 156 Jahren, ganz genau 1867. Und neben mir einer der größten Schlagerstars der Jetztzeit, Melissa Naschenbeng. Hallo. Hallo Christi. Das erste Mal beim Opernball und du strahlst. Du hast das Geschehen von einer Loge aus mitverfolgen können. Was sind denn deine ersten Eindrücke? Also es war wunderbar. Man hört ja immer, das muss man einmal gesehen haben. Und das kann ich nur bestätigen. Ich habe meinem Papa einen riesengroßen Wunsch erfüllt. Er wollte einmal daher und ich habe jetzt vor meiner ersten Tour Zeit gehabt und habe gesagt, ja, da komme ich. Ich bin verstaunen, nicht mehr rausgekommen. Die Kinder haben mich so begeistert, die Tänze, die Musik. Es ist so eine Musik zum Runterkommen. Also ich glaube, ich sollte öfter Klassik hören. Ja, na, es beruhigt auf jeden Fall auch. Auf jeden Fall. Wenn man deinem ersten Hit Glauben schenken darf, dann willst du einen Burm vom Land. Dann ist es ja hier heute nicht dein Jagdrevier, oder? Oh, ich habe schon sehr viele Bergbauernburm heute gesehen im Frack. Also ich bin ja heute auch nicht in der Lederhose und im Dirndlkleid da und bin trotzdem eine Lesachtalerin, eine waschechte Kärntnerin, und ich finde einfach, das gehört zur österreichischen Kultur. Und ich möchte ja meine Musik auch über die Landesgrenzen hinaus tragen, und da muss ich schon wissen, von was ich eigentlich erzähle. Und ich finde, so Eindrücke wie heute, die inspirieren mich sicherlich wieder zu neuen Songs. Na, du trägst deine Musik hier raus, das gerade gesagt, kurz vor deiner Solo-Tour, die ja riesig wird, in Deutschland, Österreich, Schweiz. Du hast aber auch gemerkt kürzlich, dass wenn ganz so viel los ist und wenn es sehr erfolgreich wird, dass man auch eine Auszeit braucht. Du hast Konzerte absagen müssen. Wie geht's da inzwischen? Hast du dich genug erholt? Ja, ich habe mich wieder zurückgezogen über den Winter, bin Skifahren gewesen, war viel in der Natur daheim bei meiner Oma, die ist mittlerweile 96 Jahre alt, und ich denke, sie, ja, wahrscheinlich schläft sie schon, aber sie hat gesagt, sie schaut halt zu. Ich finde, wenn man jung ist, glaubt man immer, man muss die Welt zerreißen, aber trotzdem zeigt der Körper dann schon auch seine Grenzen. Ich habe Jahre gehabt, da habe ich 180 Auftritte absolviert. Das war so, ja, jeden zweiten Tag irgendwo, ab und zu zwei, drei Auftritte zugleich. Der Papa ist mit mir durch ganz Europa gefahren. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, ja, irgendwie war recht ein bisschen weniger. Und jetzt bereiten wir uns auf meine erste Tour vor. Also es hat sich alles ausgezahlt. Ich bin top motiviert und ich lade natürlich alle herzlich ein zu meinen Konzerten. Na, dann sehen wir dich bestimmt gleich noch top motiviert auf der Tanzfläche. Vielen Dank, Melissa Naschenbeng. Alles Walzer. Und viel Vergnügen. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, an so einem Opernball gibt es natürlich sehr viele verschiedene Jobs. Es gibt den Kartenabreißer, die KartenabreißerInnen, Kordelsteher, KordelsteherInnen, und es gibt auch so etwas wie die Ballspendenausgabenbeauftragte. Ja. Die ist die, die am Ende des Balls den Gästen so ein, das Erinnerungssackerl mitgibt. Außer dem deutschen Finanzminister wahrscheinlich deine Erinnerungstüte. Wahrscheinlich, damit er uns versteht. Aber wir bleiben beim Erinnerungssackerl. Bei uns ist jetzt Anna Rudolph, die diese Erinnerungssackerl ausgibt. Frau Rudolph, guten Abend. Was war denn bisher die netteste Reaktion, die Sie bekommen haben? Wahrscheinlich danke. Die netteste Reaktion war, dass ein Ehepaar zu uns gekommen ist und uns etwas spenden wollte. Die hatten offensichtlich nicht gewusst, dass sie von uns etwas bekommen als Erinnerung für eine rauschende Ballnacht. Sehr lieb. Frau Rudolph, hier sind diese Erinnerungssackerl vor uns. Da wollen wir mal reinschauen. Soll Fangst ich du mal an, reinschauen? Ja. Also es gibt da so Kosmetik, natürlich nach einer langen Ballnacht sehr wichtig. Und es gibt ein Teelicht. Was gibt es denn bei dir, Tarek? Das ist für die Damen. Die Herren haben da andere Sachen, so ein Handtuch. Als Badetuch geht es nicht durch, gegen verschwitzte Alternwitze vielleicht. Und ein Reparaturseil kann man auch nicht bald nehmen, weil es ein warmes Bier ist. Wir werden jedenfalls den Zuschauerinnen von Dreisat sowas zukommen lassen, weil von denen müssen wir uns an dieser Stelle verabschieden. Das nehmen Sie jetzt gleichsam symbolisch mit. Einen wunderschönen guten Abend aus Wien, sagen wir jetzt, oder? Pardon? Einen wunderschönen guten Abend aus Wien. Guten Abend aus Wien, ja.
Ich bin schon wieder bei den Sachen, weil ich natürlich feststellen muss, da steht es eindeutig 1-0 für die Damen. Nein, ich sage 2-0, weil wir sind eindeutig die Modischeren. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt bei Teil 2 der schönsten Ballroben dieses Opernballs. Das hat meine Freundin gemacht in einer Zusammenarbeit. Es sind 180 Meter Organza und ich muss sagen, es ist so warm wie eine Daunenjacke. Wir haben uns überlegt, wir machen ein kleines Detail mit der Masche. Wenn ich tanzen gehen möchte, kann ich die Druckknöpfe runtergehen und Schatzi und ich können tanzen. Und wer ist der Designer? Nico Nico. Certainly, this dress was done by the famous designer, Teresa Rossati, and all the jewelry is done by me, by my brand, Royal Military. Wir haben da ein Original Mulham Obid Kleid. Das Besondere an ihm ist, dass er Reststoffe aufkauft und daraus wunderschöne Haute Couture fertigt, was mir sehr gefallen hat, dass man eben gegen diese Wegwerfgesellschaft gerade in der Modewelt geht. Das Kleid ist aus unserer Rockmanufaktur aus Melk, aus der wunderschönen Wachau, selbst genäht, selbst hergestellt bei uns in Melk, der Leopoldinger. Ich trage dieses Mal Stefanie Hausner, ist eine bayerische Designerin. Ja, wir versuchen natürlich, dass uns möglichst nichts entgeht im Laufe dieser Ballnacht, aber manchmal passiert es dann doch. Aber eigentlich auch nicht, weil dafür ist sie da, denn ihr entgeht überhaupt nichts. Christina Inhof ist auch im Opernball, morgen Abend 20.15 Uhr, alles Opernball. Was sind denn deine Highlights bisher? Ich war gefühlt schon überall, ich war hinter der Bühne, gefühlt auf der Bühne, bei den Debütanten, kurz bevor es losgegangen ist und ich habe auch schon kulinarisch einiges ausprobieren dürfen und sie haben mich wieder zum Austernessen geschickt. Das ist so das Einzige, wo ich mir denke, Leute, warum jedes Jahr aufs Neue? Du strahlst jetzt aber, wo du vorher herkommen bist, warst du ein bisschen grau. Das drückt mich, ich habe gerade Austern gegessen. Sie schmecken immer noch nicht. Du probierst es jedes Jahr, aber es ist nicht dein Fall. So ist es. Ich habe es dieses Mal mit ganz viel Zitrone drauf probiert. Ich habe sogar im Vorhinein die Leute gefragt, was soll ich machen? Wie schmeckt sie erträglich? Es ist aber noch immer nicht so, dass ich den Gaumen dafür entwickelt habe. Ich finde auch, das Auge isst ja mit und Austern sind einfach schier. Ja. Und warum isst man es dann? Also ich würde es nicht probieren, du bist meine Heldin, dass du für die Sendung morgen Abend um 20.15 Uhr alles probierst. Schau, du hast dir ein Eis verdient. Ja. Was ist das jetzt? Erdbeer-Pistazie. Auf die Austern drauf, das tut dem Magen gut. Christina Inhof, ich freue mich auf deine Sendung morgen Abend 20.15 Uhr. Die Quadrille ist im vollen Gang in der Loge von Unternehmer Clemens Hallmann. Schaut man ein bisschen neidisch, dass ihr keinen Platz zum Tanzen habt, oder? Ja, ich würde sehr gern tanzen. Ich habe heute leider ein Kleid an, mit dem das nicht so gut geht. Eine Ausrede. Da wird noch getanzt? Aber ganz sicher. Nadine Miranda, Barbara Mayer, Models, Victoria's Secret auf allen Covers der Welt momentan. Interessiert sie euch klischeegemäß für Mode oder ist das, gehört das zum Arbeitswerkzeug? Wir interessieren uns schon dafür, sonst hätten wir, glaube ich, den Job ja auch nicht gewählt. Und hier sieht man ja die schönsten Kleider. Das ist schon spannend, hier oben zu sitzen und so ein bisschen runterzuschauen. Was ist der Trend heuer bei den Kleidern? Dass man authentisch ist und sich wohlfühlt. Schlicht? Klamourös und kurvenbetont. Romy-nominierter Schauspieler Jeff Wildbusch. Wir Herren haben es wirklich einfach hier, oder? Mhm. Wir Herren haben es hier sehr einfach, kleidungstechnisch. Total einfach, total, total einfach. Nur so 2 Stunden und so und that's it. Wenn man neben dem Herrn Hallmann sitzt, ist man ein wenig neidisch. Man wirkt ein wenig nackt. Der hat so viele Orden. Ja, er gibt mir ein paar, hat er gesagt. Wirklich? Ja, der eine hier. Ja. Er gibt dir sehr gerne. Er mag zwar nichts sagen, hat er gesagt, aber er gibt gerne Geld für Filmprojekte aller Art, oder, Herr Roth? Ja, er ist ein großer Kunstmäzen, das finde ich toll, dass jemand da in österreichischen Filmen investiert aus seinen privaten Mitteln, das schätze ich sehr, gibt es sehr wenige, schön, wenn es mehr gäbe. Bespricht man das dann auch hier am Opernball, den nächsten Film, das nächste Projekt? Bis jetzt nicht, wäre aber eine gute Idee, vielleicht sollte das gleich mal angehen. Wahrscheinlich ist es zu laut. Wahrscheinlich, du hast recht. Vielen Dank, einen schönen Abend, sehr zum Wohl.
Und? Die Kadri, mein Gott. Gleich ein französisches Wort, hat nichts mit dem ähnlich klingenden Affen, dem Mandrill, zu tun, obwohl es manchmal so ausschaut. Ja. Wunderbar. Also allgemeine Desorganisation. Ja. Da geht es beim Heurigen, stelle ich mir vor, schon wesentlich friedlicher zu. Ja, schaut wesentlich friedlicher aus. Da wäre Platz für die Kadri. Und Schrammelmusik herrscht auch. Ja. Oh, das ist schön. Bombenstimmung beim Heurigen. Prost. Dieser Biedermeier-Salon. Theresa, bist du da im Heurigen? Wo bist Theresa du? Theresa ist nicht beim Heurigen. Das ist nicht Theresa. Ja, ich bin hier gerade mitten im Gewühl in der mitternächtlichen Quadrille und wir stören da eigentlich gerade ziemlich viele Tänzer, Wolfgang. Ich glaube, es sollte ein bisschen auf die Seite gehen. Es ist eh schon so chaotisch da, aber ohne eine Quadrille, hallo, guten Abend, ohne eine Quadrille darf man eigentlich nicht nach Hause gehen am Opernball. Und es ist quasi Pflicht, zur Mitternacht diesen Tanz noch zu tanzen. Und es macht Spaß, ganz egal, ob man es das erste Mal macht oder das 10.000. Mal. Es ist immer ein absolutes Ballvergnügen. Seit 200 Jahren wird dieser Tanz getanzt und diese 6 Touren haben auch lustige Namen. Die Hose zum Beispiel, der Sommer, das Huhn, Trenitz, die Hirtin und das Finale. Und ich habe mir sagen lassen, Alpha-Männer tanzen diesen Tanz ganz besonders gern, weil hier endlich einmal eine starke Frau sagt, wo es lang geht. Und zwar die Wiener Walzer-Weltmeisterin Maria Sandner, die hier oben ihres Amtes waltet. Ja, diese Bar gefällt mir jetzt schon mal. Michi Buchinger, Crystal Clear, Christiana Krivan, Lilly Kleber und Florian Gscheider, alle haben sich hier versammelt und sind am Feiern. Seid ihr mittendrin oder? Wir haben voll viel Spaß. Ich muss sagen, ich bin schon. Wie schaust du aus? Ich habe wirklich die Time of my life, weil es ist einfach ein lustiger Ball, was ich schon für Leute gesehen habe. Also es ist wirklich amüsant. Was für Leute? Einfach Menschen, die sich das wirklich zum Vorsatz genommen haben, glaube ich, dass um 22 Uhr Hacke dicht sind, aber auch schöne alte Bekannte. Und das finde ich schön, das ist für mich der Opernball, einfach immer so 2- bis 3-minütige Gespräche zu führen und dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt woanders hin. Ja. Um 22 Uhr Hacke dicht. Ich habe gesehen auf natürlich Instagram, dass du dich auch mit Freunden schon zum Vorglühen getroffen hast. Wart ihr alle da schon mit dabei? Der Michi hat vor einer Runde geschmissen im Sacher. Und wir haben vielleicht auch noch ein bisschen was mit. Gibt es noch was mit vom Vorglühen? Vielleicht, von zu Hause. Hat ein Kleid Taschen? Das ist so praktisch. Das ist das Praktischste, wenn ein Abendkleid Taschen hat. Ja, und in dem Abendkleid versteckt sich vielleicht was. Im Abendkleid versteckt sich vielleicht was. Soll ich es später zeigen oder jetzt? Wir lösen es gleich auf. Ich habe noch eine Frage. Wenn jemand wie du oder ihr generell, die ja eine große Follower-Anzahl habt, bei so einer Veranstaltung seid, macht ihr vorher alle Fotos, damit quasi der Job erledigt ist oder ist der ganze Abend einfach auch Job? Nein, wir haben uns das schon ganz gut eingeteilt. Ich glaube, wir haben uns die Show angeschaut und die Eröffnung angeschaut, haben Fotos vorher gemacht, haben Fotos dazwischen gemacht und genießen den Abend auch schon noch mit. Und du übst ein bisschen für den Start von Dancing Stars am 3. März. Ja, voll, aber mein erster Tanz ist ein Paso Doble und ich meine, ich kann hier kein Paso Doble hinlegen. Doch, du musst, das ist eine Ansage hier. Nein, dann schauen sie mir alle an, das ist ein Stierkampftanz, das kann ich doch nicht machen, dann steht die Oper nachher nicht mehr. Aber der Walzer kommt ja vielleicht noch. Ich frage da drüben noch schnell nach, Lilly Klewoff und Florian Gscheider, habt ihr schon Walzer getanzt heute? Ist das bei euch auch so ein bisschen jetzt ausprobieren für den Start von Dancing Stars? Ja, unser Tanz passt ja besser. Der Wiener Walzer, der ja nicht langsam ist, wie ich gelernt habe, das höre ich jeden Tag, hat sehr gut hierher gepasst. Ich sehe auf Social Media, dass ihr eigentlich sehr gut harmoniert. Stimmt das soweit oder hat es schon gekracht? Haben wir uns heute angeschrien? Nein. Nee, haben wir nicht. Ich bin nie laut. Nein, er ist nie laut und wenn, ist er charmant laut. Geht's morgen zum Training eigentlich nach dem Opernball? Definitiv. Und morgen um 9 Uhr geht's wieder los. Er ist beinhart. Er ist wirklich beinhart. Glaube ich. Ich will jetzt sehen, was die Crystal in ihrer Tasche hat. Wollen wir uns das anschauen? Mein linker Platz ist frei. Du darfst nicht urteilen und du musst mitmachen, Miriam. Bist du bereit? Ich urteile nie. Don't judge. Das ist mein Untergang. Wie lange sind wir noch auf Sendung? Ich habe nur 3, Michi. Okay, bin dabei. Du hast es dir verdient. Warte, nimm den kalten. Das ist keine Werbung.
sage tschüss, 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 tschüss. Skandinavien heute stark vertreten am Oberball. Camilla Nylund, Finnin hat gesungen bei der Eröffnung. Jetzt haben wir einen Schweden, Gunnar Kühnelbrady. Habe ich es richtig? Ja, fast. Kühnelbrady, ja. Der hier im Fundbüro arbeitet, ein sehr spezieller Platz beim Opernball. Was wird so abgegeben? Das ist sehr verschieden. Also Ohrringe, Schmuckteile, Uhren, was man so finden kann. Ja. Und heute schon? Heute schon eine kleine goldene Uhr, eine Taschenuhr, eine Kreditkarte und ja, mal schauen, was der Abend noch bringt. Also erst nachher, ja. Lydia bringt gerade ein... Das ist gerade gefunden worden. Ja, ich habe es am Balkon gefunden, in der dritten Reihe und wollte es gerade abgeben im Fundbüro. Was machen wir jetzt damit, Gunnar? Wir schauen rein, ob wir irgendwas finden, was auf die Person Rückschlüssel ist. Ja. Sie bekommt eine Quittung, wir tragen das in unser Buch ein, mit Fundort, Fundzeit und die Leute sind immer sehr froh. Sind schon mal Männer abgegeben worden, die nicht tanzen können? Teilweise. Aber sie werden auch dann gesucht den ganzen Abend. Also. Jetzt wird es dann eh gleich spannend, weil nach der Quadrille ist immer besonders... Dann wird viel abgegeben im Fundbüro, alles was runterfällt, was nicht befestigt ist. Ja. Dann toi, toi, toi. Und vielen Dank fürs Ehrlichsein und Zurückbringen. Natürlich, selbstverständlich. Schönen Abend. Ja. Dankeschön. Danke. Hier auf der Feststiege hat man natürlich noch nicht den Eindruck, dass sich dieser Ball tatsächlich dem Ende neigt, aber unsere Übertragung neigt sich zumindest dem Finale und damit ist es vielleicht nicht Zeit, Bilanz zu ziehen, aber Zwischenbilanz über diesen 65. Ball zu ziehen. Genau, und zwar mit Staatsoperndirektor Bogdan Roščić. Zu Beginn ihrer Direktion war es eigentlich unübersehbar. Sie stand mit einer gewissen Distanz dem Opernball gegenüber. Miriam Weichselbraun hat sich schon zu Beginn des Opernballs gefragt, ob möglicherweise sich eine neue Liebe entfachen könnte. Jetzt quasi am Ende des Balls. Wie schaut es diesbezüglich aus? Ich finde, es war fantastisch. Ich bin einfach nur kein Ballgeher. Das ist alles. Distanz, nein, aber jetzt muss ich ihn veranstalten. Und wenn das so sein kann wie heute Abend, wie die Eröffnung heute Abend, freue ich mich wieder drauf. Auch Johann Ohlender war ja ein Skeptiker des Balles. Gehört das ein bisschen zur Berufsbeschreibung des Direktors, dass man da Distanz hält? Ich glaube, das kann man forcieren oder auch nicht. Aber der Ball gehört zum Auftrag dieses Hauses. Er steht sogar im Gesetz. Ich glaube, es ist der einzige Ball der Welt, der in einem Gesetz drinsteht. Als wir müssen ihn veranstalten. Und daher muss man es so gut wie möglich machen. Jetzt waren die Pandemiejahre am Beginn der Direktion gewiss nicht leicht, aber haben Sie zumindest die Erleichterung gebracht, dass Sie sich zuerst um die künstlerischen Entscheidungen hier im Hause kümmern konnten und den Ball noch ein wenig hinausschieben, um ihn neu zu denken und zum Teil ja zu konzeptionieren? Klingt gut, aber glauben Sie mir bitte, es war ganz anders. Es war pures Chaos. Ja? Erinnern Sie sich, vor 2,5 Jahren haben wir geglaubt, so ein kleiner durchsichtiger Plastikschild vor dem Mund schützt vor Ansteckung. Also so weit sind wir gekommen in der Zeit und schauen Sie sich jetzt in der Oper um. Also wir haben einfach getan, was zu tun war und jetzt ist eben Opernball. Herr Direktor, kann man mit diesem Ball vielleicht auch neue Kundschaft gewinnen, sprich Menschen die Hemmschwelle nehmen, in die Oper zu gehen? Nein, das glaube ich nicht. Die Leute kommen zum Ball, weil sie auf einem Ball sein wollen. Oder an diesem gesamtösterreichischen Performance-Kunstwerk teilnehmen wollen und nicht, weil sie in die Oper gehen wollen. Viele, die ich heute Abend sehe, sind Stammgäste der Oper. Aber ich glaube, man muss das trennen. Ein Ball ist ein Ball und Kunst ist Kunst. Eine Sache ist noch neu, das möchte ich kurz ansprechen. Ein Komitee hat den heuer organisiert. Bisher hat es Damen gegeben, Christel Schönfeld, Lotte Tobisch oder Elisabeth Gürtler. Das waren Frauen, die auch das Attribut Ballmütter bekommen haben. Überhaupt nicht mehr zeitgeistig. Ein Komitee ist vielleicht mehr zeitgeistig, aber auch ein bisschen anonymer. Hat sich das bewährt? Ich finde überhaupt nicht, dass es anonym ist, weil wir arbeiten ja zusammen. Wenn Sie sehen, was hier verändert wurde, zum Beispiel von Birgit Reitbauer, ich will jetzt nicht zu viele Beispiele nennen. Ich finde aber auch nicht, dass ein Komitee so zeitgeistig ist. Bälle haben schon sehr lange Komitees. Ich habe einfach gefunden, die Oper muss den Ball selbst organisieren. Und dabei lassen wir uns helfen. Es war zum Beispiel der Professor Merin, als Corona noch so ein Thema war, hat sich bereit erklärt, Mitglied dieses Komitees zu sein. Und so werde ich es auch weiterhalten. Das Komitee wird sich auch immer verändern. Wir lassen uns helfen von Expertinnen und Experten und freuen uns darüber, dass sich Menschen finden, die auf diesem Niveau auch bereit sind, uns zu helfen, ehrenamtlich. Letzte Frage, Herr Direktor. Werden Sie bald nach Hause gehen oder werden Sie Ihr Haus selbst zusperren? Nein, also um 5 Uhr früh muss das Haus geleert werden, denn es muss ab 5.01 Uhr muss
zurückgebaut werden, damit wir am Samstag, also morgen gibt es sowieso Kinderzauberflöte, 2x3500 Kinder, und dann muss am Samstag findet wieder eine Vorstellung statt. Aber bis 5 Uhr früh, Brüderlein fein, ist der Ball und bis 5.00 bin ich hier im Haus. Dann wünschen wir noch viel Vergnügen in diesen letzten Stunden des Balles. Letzte ist ja übertrieben. Einige sind es ja noch, an denen getanzt und geplaudert werden kann. Viel Spaß noch. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Der Kapitän verlässt als letzter das Schiff, Bogdan Roščić. Und hier tobt noch die Kaderie, Christoph und Maria Sandner. Sie kann sehr streng sein beim Ansagen. Lotte Tobisch ist erwähnt worden. Bis Ende März ist in der Wien-Bibliothek im Rathaus noch eine Lotte Tobisch-Ausstellung zu sehen. Die werden dort morgen zumindest nicht hingehen. Die werden erschöpft sein. Aber wir könnten uns das anschauen, Kari. Ich habe es mir schon angeschaut. Das ist sehr interessant. Mhm. Ja. Und was den Bogdan Roščić mit ihr verbindet, ist das Interesse an den berühmten Philosophen. Theodor Wiesengrund Adorno. Wiesengrund hätte ich nicht gewusst. Theodor W. steht für Wiesengrund, sein eigentlicher Name. Ja, wir sprechen hier noch ein bisschen über Philosophie. Ich werde mich jetzt dann Kari ankleben, weil ich bin noch überhaupt nicht zum Nachhausegehen bereit. Wir lassen uns unsere Leberkäskrapfen, die, glaube ich, die Nadja Bernhard erfunden hat, lassen wir uns hierher. Nein, ich klebe jetzt. Wie hältst du es mit dem Kleben und dem Hängen? Ich finde, schau noch einmal rein ein bisschen. Vielleicht essen wir noch irgendeine Kaiserschmarrn. Kalorien sind ja wesentlich besser. Kalorien? Ja, nach besser, Mitternacht. Wenn man die konsumiert nach Mitternacht, ja, ist das wesentlich besser. Keine Austern. Austern sind schier, hat die Miriam gesagt. Auch einer der Sätze, die vom 65-jährigsten Nachkriegsball bleiben werden. Ich würde sagen, deutlicher wird unsere Artikulation nicht mehr. Genau. Alles Gute Ihnen zu Hause und viele Grüße auch an die großartige Mann- und Frauenschaft. Danke fürs Dabeisein. Ja, das war der 65. Wiener Opernball. Zumindest war es das mit unserer Sendung. Wir hoffen, wir haben Ihnen diesen sehr speziellen Ball nach 2 Jahren Pause vermitteln können und die Stimmung so ein bisschen ins Wohnzimmer bringen. Deine Haare haben es nicht durchgestanden. Nein, es ist, ich bin das ORF, Andi Knoll, die Haare haben aufgegeben. Es war anstrengend da überall, so Loge rein, Loge raus und Gang und so. Aber meine haben sich besser gehalten in den Stürmen. Ja, das ist mir eine Freude, aber es war mir vor allem eine Freude, dass wir Ihnen heute einmal ein positiveres Lebensgefühl haben vermitteln können als sonst. Nehmen Sie das bitte mit als aufbauenden Nachhall für die nächste Zeit. Und was machen wir? Wer will tanzen gehen? Ja, schon, aber zuerst mal was trinken. Alle, ich glaube, das sind die 5 nüchternsten Menschen hier in der Staatsoper. So ein Glas. Und die Feststiege freimachen. Ja, ich glaube, alle Klimakleber hoffen darauf, dass wir schnell tanzen können. Alle durch hier. Dankeschön. So, eins ist. Ja, so. Ich hab meins immer her. Prost, vielen Dank fürs Zuschauen. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Gute Nacht. Tschüss.